Moin Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zoll 2. In der gestrigen Folge haben wir es ja ein wenig, ich möchte es mal gelinde ausdrücken, nicht so ganz auf die Kette bekommen, gegen ein Skelett zu kämpfen, beziehungsweise wir haben gegen das Skelett gekämpft, aber wir haben es halt einfach nicht geschafft, es zu besiegen. Es hat uns besiegt und deswegen sind wir jetzt in Davy Jones Locker gelandet. Ich habe actually keine Ahnung, wie man hier rauskommt. Ich kenne das nicht. Ich war hier noch nie. Ich kann hier aber mit einigen Sachen inspekten. Also einmal hier mit unserem guten Freund, der zum Glück eine Kerze für uns angezündet hat. Und er hat einen Brief in der Hand. Da werden wir mal direkt gucken. Dusty Old Skeleton. Also dieser Kerl, der hier an diese Iron Bars angelehnt war, der hat ein Pergament in der Hand. Und dieses Pergament besagt, dass er seit 21 Tagen hier eingesperrt war und dass er mitbekommen hat, dass es in der Nähe eines Ankers einen Ausgang gibt. Die Frage ist halt nur, wie wir da hinkommen, weil, das ist natürlich klar, ein Hebel im Knast. Man kennt es, man ist eingesperrt in einem Gefängnis, aber man kann das Gefängnis von innen öffnen. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben hier noch ein Kreuz. Oh, hier sollte eigentlich unser Name draufstehen. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt mal aus dieser Höhle raus und es sieht echt verdammt ungut aus. Oh mein Gott, hier liegen überall Skelette. Gestern noch im Stream drüber gesprochen. Ich finde grundsätzlich Skelette und Totenköpfe und so super, super wack. Also ich fühle das überhaupt nicht. Aber im Piraten-Setting finde ich es wiederum nice. Also hier ist es cool. Okay, also wir haben hier drei am Galgen aufgehängte Skelette. Beziehungsweise waren ja natürlich vorher auch mal irgendwann irgendwelche Leute. So, wir müssen zu einem Anker. Gehe ich mal von aus. Können wir hier raus? Ist hier ein Hebel? Nee, da entsteht jemand. Wir haben aber unser Schwert noch, das können wir mal ziehen. Davy Jones Locker. Davy Jones Locker. Ist das das Skelett, gegen das wir gekämpft haben und verloren haben und deswegen sind wir hier? Wer ist Davy Jones? So viele Fragen. Hier ein Rope, können wir mitnehmen. Oh, da unten steht jemand. Slave of Davy Jones, talk. Okay, der hat uns eine ganz lange Geschichte erzählt, deswegen habe ich das mal gerade gecuttet. Also er hat halt im Grunde erzählt, dass er bei einem Kartenspiel, also er hat einen schlechten Abend und dann hat er verloren und dann hat er am Ende mehr oder weniger ein Ritual ist er eingegangen und hat dann da was versucht und das ist halt gescheitert und deswegen ist er halt gestorben und ist halt hier gelandet. Also er hat an dem Abend, als er gedacht hat, er hätte ein gutes Kartendeck, hat er halt sein Leben verloren und seitdem ist er halt jetzt hier. Und er hat jetzt Angst, sich in eine dieser Kreaturen zu verwandeln, die hier umherstreifen. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so die... Oh, hier ist der Anker! Und hier ist eine Copper-Pickaxe. Jawohl! Das heißt, wir können hier raus. Aber bevor wir hier rausgehen, gehen wir nochmal ganz kurz eben oben gucken. Weil neugierig bin ich ja schon. Was ist das für eine Tür? Wir brauchen einen Schlüssel, um da durchzukommen. Okay. Es könnte unter Umständen sein, dass wir irgendwann mal sterben müssen, um hier wieder hinzukommen, aber dann mit dem Schlüssel. Verdammte Axt, wir brauchen noch hierfür einen Schlüssel. Oh nein! Oh nein! Was soll das? Eieieiei. Okay, anscheinend hat das was mit diesen drei Skeletten zu tun, kann das sein? Oder einfach nur mit ihm. Die liegen überall. Ey, so viele Skelette. Okay, ich muss nochmal mit ihm reden. Hier. Ah, wie komme ich hier raus? Das habe ich ihn gar nicht gefragt. Oh. Es gibt Geflüster darüber, dass es einen Ausgang gibt. In der Nähe eines Ankers. Da soll eine versteckte Wand sein, die man eventuell zerbrechen kann mit etwas. Okay. In der Nähe eines... genau da, wo der Anker ist. Deswegen haben wir auch die Pickaxe gefunden. Das heißt... Oder auch nicht. Hier? Ja! Das sieht gut aus. Oh! Nice! Diese Reaktion. Oh! Da muss ich schon über mich selber lachen. Guck mal hier. Geil, wir haben einen Ausgang gefunden. Okay, cool. Okay, das ist natürlich nice. Das ist hier so eine... leave David Johnson, you will not be able to get back without dying again. Okay, ja gut, ist kein Problem. Also wir sterben einfach wieder und dann sind wir wieder hier.
Aber das passt ja. Okay, unser Boot ist auf jeden Fall gerade schon mal geflippt. Wir sind auf unserem Boot gespawnt. Und unten... Ist das eine Levelbar? Okay, das Ding ist, wir werden den nicht besiegen können. Zumindest nicht mit dem Equipment, was wir gerade haben. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen uns wieder auf den Weg und hauen erstmal ab. Wir können die Kiste... Warte mal, können wir die Insel einzeichnen? Ja, ne? Eigentlich schon. Okay, jetzt sind wir hier. Ich habe die Insel jetzt mal eingezeichnet. Ich kann mir keinen Vermerk machen, also keinen Waypoint oder so setzen. Aber ist ja nicht so schlimm. So, und übrigens, ich habe beim letzten Mal, habe ich total verpeilt. Das habe ich tatsächlich erst im Schnitt richtig gerafft. Gesehen, wir haben hier eine Map to Seaport. Show an island at 3 west to north. So. Waypoint. So, jetzt haben wir uns einen Waypoint gesetzt. Wir sind hier. Wir müssen also in den Norden fahren. Dort lang und dann ein bisschen westlich, right? Genau, nordwestlich. Also wir müssen in diese Richtung fahren. Und das werden wir jetzt tun, aber erstmal muss ich die Segel setzen. So. Und dann muss ich... Ah, Mensch, jetzt muss ich das Boot wahrscheinlich einmal redeployen, ne? Ja. Okay, Boot, zack. Place. Und dann steht's da. Das ist schwierig. Es wäre cooler, wenn man das ein bisschen drehen könnte. Hätte ich vielleicht auch machen können, weil ich kann das Boot ja pushen. Aber so geht es natürlich ein bisschen einfacher. So. Segel setzen. Und nach rechts fahren. Übrigens, Dankeschön für die ganzen Kommentare unter dem letzten Video. Habe ich mich sehr darüber gefreut, dass so viele Leute Bock auf das Projekt haben. Das ist natürlich auch schön für mich, zu sehen, dass ihr Bock habt. Und vor allen Dingen, dass einige Leute sich an Salt 1 noch erinnern können. Das ist ja wirklich verdammt viele Jahre her. Ich weiß gar nicht, wann habe ich das gespielt? 2013 oder so? Also es ist irgendwie 10 Jahre her. Also so roundabout. Das ist schon echt richtig verrückt. Aber wenn man überlegt, 2013 und ich habe 2011 mit YouTube angefangen. Es ist unfassbar, wie lange ich das hier schon mache. Wirklich krass. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, ist das jedes Mal wieder erstaunlich. So, warte mal, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz den hier. Zack, dann können wir nämlich gucken. Okay, also wir müssen wirklich eine weite Strecke fahren. Aber wir haben zum Glück gerade Wind in den Segeln. Mit unserem kleinen Floß hier. Oh, oh, oh. Okay. Da hat die Welle unser Boot einmal ganz kurz nach unten gesaugt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch richtig fahren. Ich muss immer noch... Ey, guckt euch dann. Die Wellen, die drücken mein Boot richtig weg. Normalerweise muss man ja seitlich mit Wellen fahren, aber wir müssen halt da lang. Was soll ich tun? Wir kommen da nicht lang. Die Wellen drücken mich weg. Die Wellen sind zu stark. Das ist ja verrückt. Warte mal. Okay, wir müssen definitiv Richtung Westen. Wir fahren gerade falsch. Wir fahren gerade Richtung Süden. Wir müssen da lang. Vielleicht sind wir auch einfach zu schnell. So, jetzt fahren wir Richtung Westen, aber wir müssen ja Richtung Norden. Nordwesten müssen wir fahren. Wir müssen da lang. Die Wellen sind zu stark. Die Wellen sind zu stark. Oh mein Gott, das drückt mich jetzt wieder runter. Seht ihr? Zack. Aber hat geklappt. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde. Wow. Ah, das ist immer, wenn der Wind in die Segel geht. Dann drückt der Wind uns unter die Wellen. Okay, also besser kein Wind. Oder nur ein bisschen Wind. So, jetzt müssen wir mal gucken. Fahre ich jetzt richtig Nordwest? Das müsste passen. Wir holen nochmal den Sextant raus. Boah, wir haben noch einen Weg vor uns. Sage ich, wie es ist. Wir haben noch einen Weg vor uns. Wir haben zwei Copper Pickaxe jetzt schon mal. Das ist schon mal cool. Haben die eigentlich eine Duration? Nee, ne? Wenn die keine Duration haben. Durability Duration, sag ich schon. Durability haben. Dann können wir die ja vielleicht sogar verkaufen. Okay. Wahrscheinlich können wir sie verkaufen. Wenn wir sie verkaufen können überhaupt. Schauen wir mal. Dass man so weit fahren muss, hätte ich im Leben nicht gedacht. Okay, jetzt müssen wir komplett Norden. Oh Gott. Okay, wir müssen da lang. Ist ja natürlich irgendwie nice, wenn man den Kompass hier so aufs Boot bauen könnte. Und dann auf dem Boot so einen kleinen Kompass hätte, mit dem man sich so ein bisschen... An dem man sich so ein bisschen orientieren kann. Okay, jetzt drückt der Wind voll in die Segel rein.
Und wir fahren straight up Richtung Norden. Wir müssten gleich irgendwann die Insel sehen. Irgendwo müsste jetzt gleich eine Insel kommen. Ist doch sehr weitläufig. Ich habe gedacht, die Inseln sind alle ein bisschen näher aneinander. Aber ich finde das cool. So kann man nicht einfach nur von Insel zu Insel fahren, sondern hat auch so... Oh, da ist sie! Da ist sie! Da ist die Insel! Boah, die ist groß. Oder? Ja, doch, die ist okay. Die ist okay groß. Ich habe gedacht, die geht da rechts doch voll weit lang. Ich habe gerade voll den Leck gehabt. Ich habe gedacht, die Insel geht hier rechts noch relativ weit lang. Aber, warte mal, da ist was im Wasser. Da fahren wir... Oh, was eine Welle. Okay, aber wir sind fast an Land. Wir sind fast an Land. Wir können jetzt einfach hier anlegen. Aber wir müssen ja zum Hafen. Also würde ich sagen, fahren wir so lange um die Insel herum, bis wir den Hafen gefunden haben. Hier sind schon mal Steine. Das ist... Kein Hafen. Das ist ein Wildschwein gewesen. Das ist wieder Rotwild. Ein Hirsch. Ein Geweih auf den Kopf drauf. Okay. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt falsch umgefahren sind. Aber es muss die richtige Insel sein. Es muss die richtige Insel sein. Also auf dieser Insel... Muss unter Umständen jemand sein. Also eigentlich muss sie jemand sein. Sie müssen... Vielleicht sogar eine Taverne oder so. Da ist wieder ein Wildschwein. Vielleicht muss ich aber auch auf die Insel drauf. Oh, warte mal, da ist was. Da ist was. Ja, nice. Okay. Das sieht gut aus. Okay. So, dann holen wir unser Segel ein. Zack. Und wir sind an der Insel angekommen. Das müsste die richtige Insel sein, Leute. Jawohl. Blue Water Seaport. Hier sind wir. Bei einer schönen Nacht. Mit unserem gigantisch großen Floß. Guckt es euch an, Leute. Guckt es euch an. Was für ein Floß. Es hat uns über die Welt, über die Wellen, über die Meere... getragen. Bis hierhin, an diesen wunderschönen Ort. Das ist der Herbalist. You don't look like a pirate. Was? Good. Ah, du siehst nicht aus wie ein Pirat. Das ist gut. Here to buy potions. Ach so. Let me browse your stock. Ah, bei dem können wir jetzt Cave Mushrooms kaufen. Health Potion können wir kaufen. Wir haben sogar... Ah ne, das ist sein Geld. Ich wollte gerade sagen, wir haben voll viel Kohle. Guck mal, wir haben ein Gold, 81 Silber, aber das ist wahrscheinlich... Ja, hier ist unser. Wir sind richtig arm. 53 Kupfer. Wir sind richtige arme Schlucker. Aber wir können auch was verkaufen. Wir können auch etwas verkaufen. Guck mal, was haben wir denn hier? Wir haben Bärenfleisch. Das können wir alles für einen Kupfer verkaufen. Copper Ingot. Haben wir 3 Stück. Ne, haben wir 2 Stück. Die können wir für 3 verkaufen. Wir haben 4 Health Potion. Wir haben ein Floß, was wir nicht verkaufen können. Will auch keiner haben. Kann ich verstehen. Warte mal, muss ich diese Rezepte erlernen? Da muss ich gleich nochmal kurz gucken. Map to Seaport. Die würde ich sagen, behalten wir erstmal. Guck mal hier, eine Damaged Nomad Scroll. Die können wir verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob wir die behalten müssen, ob wir damit irgendwas machen können. Weiß ich nicht, warte mal kurz. Erstmal gucken wir jetzt ganz kurz. Das hier. Ah, hier, Learn. Nice. Okay. Okay, wir haben jetzt 3 Sachen neu gelernt. Also schwer zu lesen, es appears to be lost. It's a nomad. Okay, also das ist halt eine. Wir können damit eigentlich nichts machen. Ich würde sagen, wir verkaufen die jetzt mal. Wenn ihr jetzt sagt, ey Zander, das war voll der Fehler, dann also schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das könnte auch sein, dass das wirklich ein Fehler war, das jetzt zu verkaufen. Aber das schauen wir dann mal. So, wir haben jetzt mal bei ihm geguckt. Wer ist er? Du bist der, der Jäger. Any hunting tips? If you're planning a...
Okay, also der sagt uns im Grunde nur, dass wir vorsichtig vorgehen müssen, uns langsam anschleichen müssen und dass wir am besten mit einem Bogen kämpfen. Okay, der verkauft Bogen, Rüstung fürs Jagen. Okay, wir können bei dem zum Beispiel Pfeile kaufen oder einen Bogen kaufen. Ich würde sagen, oh, guck mal, der Ranger's Bow, der kostet schon einen Silber, haben wir gar nicht. Es gibt sogar eine Hand Cannon. Das heißt, wir haben es gibt Pistolen, cool. Ich glaube, das gab es beim letzten Mal gar nicht, als ich das gespielt hatte. Da gab es, glaube ich, keine Pistolen. Aber ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal den Bogen und die Arrows. Die könnten wir sehr wahrscheinlich selber craften. Aber das ist jetzt erstmal egal, weil ich denke mal, dass wir mit der Zeit sowieso genug Geld bekommen. Aber es ist mir wichtiger, dass wir jetzt einen Bogen haben, mit dem wir schon mal was machen können. Okay, der verkauft auch Bögen. Also der verkauft im Grunde fast das gleiche. Ah ne, der verkauft sogar noch hier eine Mailbox. Gunpowder. Wurmköder. Oh, er ist ein Guide. Don't think I've been around here before. Maybe I have. And just in the lay of the run. Okay. Fast travel? That's right. Oh, cool. Okay. Okay, okay. Also der gibt uns im Grunde Tipps. Es gibt einen Beacon, mit dem man fast traveln kann zu anderen Seaports. Activate Waypoint. Hier, Seaport and Guide Guild Entrance of the Fast Travel Tower. Okay, also es gibt nicht nur die Seaports, sondern es gibt auch Guild, also so Gildeneingänge, also Gilden im Allgemeinen, wo wir dann eventuell schnell reisen können. Das ist schon mal ganz cool. Okay, wir können einfach die Map öffnen und dann können wir da draufklicken und dann können wir dorthin reisen. Nice. Das ist der Traveler. Okay. Und hier gibt es einen Jobboard. Da können wir uns verschiedene Jobs raussuchen. Ja, ich würde sagen, das gucken wir uns einfach im nächsten Video an. Ich würde sagen, erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich möchte die Videos nicht zu lang machen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob längere Videos vielleicht für euch auch in Ordnung sind. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil dann kann ich die Länge vielleicht ein bisschen anpassen. Heute war ja auch viel Reise und so weiter und so fort. Ich möchte aber auch nicht zu viel wegschneiden, weil das ja auch ein bisschen das Feeling von dem Spiel ist. Dementsprechend schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!